Hallo, Servus und herzlich willkommen zu der Heider. Wir, das heißt Jogel und ich, sind gerade fertig mit den bisschen Nerven. Geplättet, richtig, sind von unserem kleinen Höhlenausflug zurückgekommen. Ja, das war ein bisschen schlauchend. Ein bisschen, würde ich sagen. Was sagst du, Jogel? Und so, ne? So. Ich bin jetzt bloß am Überlegen, was machen wir denn jetzt des Nachts hier? Das ist eine gute Frage. Ich gehe trotzdem einen Baum hacken. Okay, dann würde ich mir mal kurz gucken nach Pfeil und Bogen. Was brauche ich für einen Bogen? Ein Seil. Ich weiß nicht, was ist das? Stoff und ein Stick. Ein Stick. Ach ja, und ein Seil kann man einfach so auch. Okay, okay. Ein Seil kannst du auch aus Kleidung herstellen oder Stoff oder was auch immer. Okay, Stick braucht man. Was war's noch? Ach, eine Axt könnt ihr mir jetzt auch bauen. Kannst du? Könnte ich. Achso, nochmal einfach Stoff, oder wie? Okay. Guck mal, gerade eben wäre ich nicht mal auf die Idee gekommen, jetzt einen Baum zu fällen. Und jetzt denke ich mir einfach nur so, im Gegensatz zu dem, was ich gerade gemacht habe, ist das hier ein Kinderspaziergang. Ist jetzt ja gar nichts. Stock und Vogelfeder, ich habe keine Vogelfedern. So viel dazu. Dann habe ich hier also einen prächtigen Bogen, aber keine Vogelfedern. Du musst mal gucken, die Vögel fliegen überall rum. Die musst du nur hauen und dann fliegen Federn durch die Luft. Da musst du schnell sein, sonst sind die weg. Okay. Danke, Jonas. Kein Problem. Ist dir keine Problem. Und nächste Woche zeige ich euch, wie man aus seinem eigenen Urin ein lecker warmes Bier macht. Einfach in einen Becher. Oops. Wie man aus seinem eigenen Urin ein Beflamotte macht. Ein super zartes Moment. Und nächste Woche zeige ich euch, wie man aus seinem eigenen Urin ein Filetsteak 250 Gramm machen kann. So, ich muss bis kurz entfrosten. 250 Gramm. Also die Frost. Wie friert's denn den jetzt? Ja, so, ich komme auch mal rein. Ich brauche auch mal kurz defrosten. Achso, ich müsste eigentlich vielleicht mal das Licht anmachen, ne? Das wäre gar nicht so unklug. Ich glaube, die Spasten da, die Kannibalen, die haben von unseren Heldentaten gehört und meiden uns deswegen. Das mag sein. Da bin endlich ich ganz machen sicher. Sie mal was richtig. Richtig. Die Idioten. Ich hasse sie so sehr, aber ich liebe sie auch. Ich hasse sie, das nennt man wohl Liebehass. ich verstehe gerade noch nicht, es ist wohl arschkalt. Oh je. Jetzt habe ich das gehört. Ja, ich habe wieder Angst. Ja, toll, Jonas. Hast du es gefällt? Ja. Sehr geil. Wo ist es hingefallen? Hier. Ja, wo? Wo sind... War da jemand? Nee. Ist das gerade die blödste Idee jemals? Was? Was wir hier machen wieder? Ja, mitten aber... Mitten im Dunkeln... Klar sind wir cool, aber... Und ich fühle mich auch Gangster. Aber Flo, du bist doch Gangster. Ich weiß mal. Oh, ich bin Tai-Shit wie Tai-Chi. Ah, oh, fuck, ey. Du hackst fleißig? Ja, ja. Oh, ich muss aus auch wieder dem Holzfäller sein Leben ist, ist dem Biber sein Tod. Was denn das her? Tatsächlich nirgendwo her. Tatsächlich, das war selbst geschrieben? Ja. Meine Damen und Herren? Eine Eigenkompensation. Morgen auf iTunes. Geil. Das geht in die Millionenhöhe, da bin ich mir sicher. Wir brauchen tatsächlich nur noch 9 Holzstämme. Und dann haben wir einen Zaun. Geil. Ha. Du, ich würde versagen, wenn es jetzt dann... Sollte es jemals wieder hell werden? Wird es nicht. Könnten wir mal so die Bäume ein bisschen absuchen für den ganzen... beziehungsweise nach Sträuchern gucken, wenn du Lust hast. Ja. Können wir die Sträuchersachen denn überhaupt einsammeln?
Ja, also du kannst zumindest ja dieses, warte mal kurz, ich habe es ja vorhin gelesen, um uns Medizin basteln zu können, brauchen wir Dingelblume und Aloe Vera. Aloe Vera habe ich. Wo ist denn das wieder her? Das weiß ich eben nicht. Ich habe das mal irgendwann eingesammelt. Es kann aber auch einfach sein, dass das super selten ist und wir das einfach noch nicht bis jetzt so oft gesehen haben. Das weiß ich nicht. Ich habe Aber. auch überhaupt keine Ahnung. Noch 7 Stück. Da sehe ich uns drin. Hau das Ding. Das ist halt schon geil, ne? Was wir für Kraftprotze sind. Dass wir original mit einem Feuerzeug in In der der linken Hand Hand. mit der rechten Was im das auch Baum fällt. gerade. Das ist so badass. Ich wollte genau das gleich gerade sagen. Wie gut, ey. Wie stark wir sind, ey. Ich springe immer gegen den Baum, um dann die Richtung zu Ah. bestimmen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber. Du hast was gefällt. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was passiert hier? Das war nur ich, Holz für das Team. Und jetzt? Och, schon ganz schön weiter Weg hier mit deinen blöden Mauern. Ja, Entschuldigung, dass ich uns ein gutes Zuhause machen will. Das ist doch jetzt blöd. Denkt da eigentlich einer an meine Kondition? Ich nicht, ich müsste gleich mal wieder was dagegen nehmen. Nee, Gegen deine dafür. Kondition? Ja, die Scheißkondition, Ich hasse ey. die Kondition schon immer, hat sie Ich mir hasse Ärger sie so bereitet. sehr. Das ist halt die Mischung aus Liebe und Hass. Es ist so an die war am wie verschieden. Andi-Ballett. Ja, So, so eins brauchen wir noch. einen einzigen Ja. haben wir doch hier irgendwo. Da muss auch liegen. Ja, das Problem ist, dass es dunkel ist und ich den von weitem nicht sehen kann. Was liegt denn hier rum? Ach, Wer Steine. fickt denn eigentlich immer mit unserem. Da, ich habe einen. Cool. Ich habe sogar noch einen. Nehme ich einfach mal mit. Wer macht denn sowas? Das ist eine solche Gemeinheit, dass sie hier die Fallen zumachen. Das ist schlimmer, als wenn sie uns angreifen würden, ey. Da könnte was zu essen drin. Oder es ist was drin, wir sehen das einfach nicht. Das kann natürlich sein. Oh, die Geräusche sind schon wieder nicht so angenehm. Nep. Warte mal kurz, ich heute mal die. Ach so, scheiße, das war jetzt dumm. Na, egal. Komme ich denn jetzt hier hoch? Warum greift er mein Seil nicht? Muss das jetzt mal ausprobieren. Ich habe das vorher noch gar nicht ausprobiert. Da. Dankeschön. Darlin, Dankeschön. Also wir Sonst. können über das Seil und die Plattform in unsere Hütte rein. Boah, ist das geil. Das ist Da schon können, cool, ne? guck, da kommen wir halt jetzt immer wieder rein. Wenn jetzt dann gleich der Baum fällt, dann will ich zum Lachen. Weil ich halt nur so zweimal dran gestoßen passt. Danke, Servus. Ey, ich bin gerade, Entschuldigung, aber ich bin gerade ein bisschen stolz auf unsere kleine Festung hier. Ich Ich würde find's vielleicht. geil. Also hier, guck mal, hier ist so eine kleine Lücke. Ja, da links Hier. beim Felsen. Ja. Aber sonst bin ich echt stolz drauf. Ich find das gut. Das hast du schön gemacht, mein kleiner Architekt. Danke. So, dann lass uns doch mal kurz durchschauen, was sonst interessant wäre. Für uns, weil ich würde da auf jeden Fall unser Baumreich noch weiter. Ja. Aber jetzt schauen wir erstmal. Auf jeden Fall noch eine zweite Hütte für dich, damit wir nicht zusammen schlafen müssen. Nee, um Gottes Willen, ey. Das kannst du auch vergessen. Ich finde die Wall with Window so schön. Die haben wir ganz vergessen. Warte mal. Wo ist denn dieser Buchstabe mit Aber wir B? hätten auch einfach eine Mauer mit Tür machen können, Jonas. Wo? Im Menü. Wo? Im Menü. Mehr kann ich nicht sagen. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten auch, wenn wir da irgendwie abschließen können, können wir auch von innen eine Treppe bauen. Und von außen kommen wir ja über das. Ne, wir können ja so oder so abschließen, Wir dann gehen wir können halt übers so oder Baumhaus. so rein. Aber es ist natürlich schöner, wenn wir eine Treppe hätten. Verstehst du? Ja, kann man eine Treppe zum Treppenhaus hochbauen? Das wäre cool. Glaube ich nicht. Oder? Wobei Aber Custom Stairs gibt's. warte, probiere ich mal aus. Die Custom Stairs, gell? Nicht die normalen Treppen. Stairs, ja, die gehen schon mal nicht, da hast du recht.
Custom Stairs. Wer braucht denn ein Wood Target? Defense Spikes wären auch nett. Oh. Oh, ist das schön. Gazebo. Woodbench. Man kann sich ein Bett bauen. Oh, das ist ja süß. Ah ja, gut. Also Deadfall Trap wäre nicht schlecht. Happy Birthday Trap auch nicht dumm. Ein Noose Trap. Hey, wir sollten vielleicht mal um uns herum jetzt dann, weil jetzt glaube ich, es ist schon wieder Tag, soweit ich das jetzt gerade erkennen kann. Sollten wir... Warte mal, ich glaube, ich hab's gleich. Ja. Ich habe eine richtig coole Idee. Pass auf. Mhm. Und zwar, wir machen das so. Es dauert nur kurz, weil ich die Scheißtreppe drehen muss. Aber wenn ich das hier hinbaue... Aber dann kann jeder rauf, ne? Ja, von uns, aber nur innerhalb hier. Ja, und was ist, wenn die irgendwas einreißen? Guck mal so. Ja, dann bauen wir es doch. Wenn nicht, dann haben wir halt... Da brauchen wir schon wieder Logs. Das Problem ist, wir hauen hier den ganzen Wald weg. Du, warte mal, wir müssen jetzt eh mal, bevor wir das machen, würde ich trotzdem sagen, weil das jetzt eher so Luxusding, lass uns, guck mal auf die Fallen. Und zwar auf die Advanced Seite? Traps. Da gibt es die Deadfall Trap, die Happy Birthday Trap und die News Trap. Ich würde sagen, zumindest die Birthday Trap und die Deadfall Trap könnten wir halt bauen. Weil die kosten uns halt nichts, was wir nicht schnell sammeln können. Ja. Wo willst du die hin? Also bau du die mal hin, wo du die hinhaben willst. Wir könnten die jetzt einfach auch irgendwo hier einfach mal verteilen. Beziehungsweise wollen wir die bei unseren Fallen einfach oben bauen, so ein bisschen im Umkreis. Weil die Wichser immer diese Scheißdinger zumachen. Ja, können wir machen. Ey, solche Spasten. Dieses Kunstgemälde hier ist übrigens auch geil, aber ich würde... Ich kann es ja nicht mal mehr anzünden, von daher. Ich bin traurig. Ich aber. Brennt? Ja. Okay. Frag mich nicht warum, aber gut. Hast du eine Falle dahin gebaut? Nee, noch nicht. Sekund. Oh, ich brauche vor allen Dingen. Wollen wir erstmal Dinger holen? Bären. Ja, können wir machen. Und ich würde wirklich gerne, wir bräuchten entweder eine Suppenschüssel, also so einen Topf quasi, oder, warte mal kurz, was passiert denn jetzt, wenn ich das kaputt haue? Bringt das irgendwas? Nee, gar nichts. Super. Oder eine Schildkröte, die wir halt bestimmt irgendwo am Strand finden, weil dann könnten wir halt Regen, bei Regen Dinger sammeln. Sag's mal. Wasser. Danke. Und das wäre doch gar nicht unklug, oder? Das wäre ziemlich klug. Warte mal, hier sind Koffer. Ja, seltsamerweise bei mir auch wieder welche erschienen. Da ist nämlich immer... Hier ist sogar ein Snack drin. Cool. Was geht denn hier ab? Also ich glaube schon, dass die ab und zu doch nochmal spawnen. Ich habe jetzt wieder zwei Snacks. Geil, einen Snack habe ich auch gerade gefunden. Cool. Das ist ja... Aber ich muss tatsächlich jetzt mal schnell was essen. Ja, dann ist. Ja, dann gib mir doch was. Ja. Oh. Pussy. Mhm. Der Gesicht ist ein Pussy, Mann. Ja, das stimmt. Woher weißt du denn? Weil ich die Leute Pussy-Gesicht nenne. Da war irgendwas. Das aber stimmt. Liebevoll. Ja, das sind noch Gespräche, ne? Du sollst doch nicht mal alles verraten. So, ich... Ah, das Flugzeug. Hinterm Flugzeug müsste es sein. Oh, entschuldige. Hast du mich gehauen? Hast du mich gehauen? Nicht mit Absicht. Ich wollte den Koffer, Mann. Ich wollte den Koffer. Ich habe Medizin gefunden. Es wird immer besser. Was geht denn mit den Koffern? Was geht denn mit euch Koffern? Koffer, könnt ihr mir das erklären, wo ihr plötzlich herkommt? Das wird doch sowas wie Respawn. Ja. Ey, nur Scheißbären hier. Stoff. Hey, lass unbedingt zum Strand, ja. Lass unbedingt zu Strand und Schildkröten killen. Ich hab ungelogen, ich hab 4 Riegel. Ja gut, aber du kannst ja nicht immer nur auf die Riegel verlassen, wenn wir halt einmal so ein Wasserdings haben. Nee, aber
Die Riegel bringen mir ja auch nicht Wasser, sondern Ja, ich Energie weiß, dass zwischendurch. du bist Nee, doch das ist aber. riegelsüchtig. Ja. Ja, bist du doch. Gib's doch zu. Ja. Also. Mann, Jonas, ey. Ich meine, da weiß auch keiner mehr, wie es mit dir weiterlaufen soll. Das ist nicht schön. Hier sind blaue Beeren bei mir, die muss Wo? ich mal kurz essen. Junge. Ich weiß nicht, ob die bei dir auch Ja. angezeigt werden. Die haben mir nämlich gerade ungefähr alles wieder aufgefüllt. Den Vor allem die ganzen Pansen. Selbstachtung. Schön. Ich hab einen Hasen. Hasen zu schlagen war doch immer voll schwierig. Warum habe ich den jetzt gleich so leicht erwischt? Das weiß ich nicht. Bin ich gut geworden? Du bist sehr gut geworden. Wollten wir nicht zum Strand? Ja, eigentlich schon. Ich will bloß zwischendurch wollte ich noch irgendwo was zu essen finden. Guck doch noch mal hier bei den Sträuchern. Bei mir gab es da auch irgendwas. Also irgendwo muss ja was sein. Ja, ein bisschen was habe ich gefunden, aber ich brauche mehr, Jonas. Ich brauche mehr. Alter, such die, ey. Ja, klar. Okay, ist ein Problem? Ja gut, dann laufen wir mal Richtung Strand. Es wird ja da irgendwo eine Schildkröte geben. So, laufen Bist wir mal. denn du? Warte mal kurz, was habe ich denn im Inventar? Ich könnte ja auch schon ein Feuer machen und ein Loch zusammen Okay. luchen. Wollen wir vielleicht jetzt Während. schon ein Feuer machen? Warte mal kurz. Wenn du Lust hast. Während wir hier Ziemlich. so vor uns hin machen, soll ich dir jetzt mal meine Tinder-Geschichte erzählen? Darfst du die hier erzählen? Ich hoffe. Ich. Also Jonas erzählt uns jetzt von seinen Erfahrungen mit Tinder. Wenn diese Folge rauskommt, müsstet ihr eigentlich schon Heiter-Hate Tinder 1 und 2 gesehen haben. Wenn Genau. nicht, schaut es euch an. Ihr müsst. Und zwar folgendes: Also, ich bin drauf gekommen und wollte ich Flo mal erzählen. Ich habe halt auch mal in einer Durststrecke Tinder versucht, weil mir eine Freundin gesagt hat: So, ja, probier mal aus, ist gar nicht so scheiße, kann man auch nette Leute drüber lernen. Nein, kann man nicht. Das kann ich euch schon mal vorab sagen: Kann man nicht. Und ja, dann habe ich da halt mal mit so einer geschrieben und bin dann zu der gefahren nach Wuppertal. Ach doch, ja, das Habe ich musst du das aber erzählen. erzählt? Ich glaube schon, ja. Furchtbar, furchtbar Geschichte. Und zwar, ja, war wohl so ganz nett und so, du hast direkt von der ersten Sekunde gemerkt, nee, ist nicht. Aber es war halt leider schon so spät und ich wollte nicht unhöflich sein und bin halt noch geblieben. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass ich meinen Zug nicht mehr bekommen habe und da pennen musste. Es war Winter, ich hätte nicht draußen bleiben können. Und Geil. das war halt sau unangenehm, weil die halt die ganze Zeit immer so ein bisschen ankamen und so, hey, und ich dann immer so, ja, nee, mir geht's gerade nicht so gut, ich habe Kopfschmerzen. Morgen, nächsten Morgen um 6, 7 Uhr oder so, ja, ich muss jetzt arbeiten, tschüss. Ja, kam mir zwar schon richtig schlecht vor, aber was willst du denn sagen? So, ja, Entschuldigung, bist halt einfach Kacke. Nee, kannst du nicht. Ach so, war's so schlimm? Ja, es war. Ich möchte Du nicht weiter folgst mir, darüber oder? reden. Ja, Ach ich so, folge dir. jetzt willst du nicht mehr. Nee, Jonas. Also Nein. so. Aber guck dir Nein, mal dieses. es war nicht, der Wald ist Wie weg. wir alles abgeholzt. Es war nicht mal besonders kacke, es war halt einfach nur so vollkommen unangenehm, so absolut nicht wohlfühlend und du sitzt da halt fest und kommst nicht mehr weg. Was willst du da machen? Das ist aber echt assi, ey. Das ist so, du kannst nichts machen. Und falls die jetzt gerade zuguckt, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, tut mir leid. Tut mir leid, Christian. Tut mir leid, Alex, aber das war echt nicht, das war nicht schön. Das ist natürlich scheiße. Ja, vor allem, du willst ja auch nichts Böses machen, ne? Weil ist jetzt ja nicht so, dass ich gesagt habe, so, na Süßer, du, komm mal her, du. Hier sind keine Schildkröten, Schau mal da hier sind drüber. Seesterne. Schau mal da drüber. Was ist da? Schau mal auf dieses kleine Inselchen. Sollen wir da hin? Siehst du den? Was macht der da? Der Der Vollidiot. Das finde ich aber echt irgendwie ist creepy. Also einerseits finde ich es lustig, andererseits extrem creepy. Ich find's einfach nur witzig. So, Schildkröten. Ja, Schildkröten, wir suchen jetzt Schildkröten, komm. Muss ja irgendwo eine Schildkröte hier sein. Dann gehen wir mal hier den Strand entlang. Wir sind ja eh noch gut in der Zeit. Und übrigens, Ja. ich plötzlich wollten alle mit mir schlafen, als ich auf Tinder war. Da war direkt so, hey, willst du mal vorbeikommen? Das ist halt Auf Tinder oder generell? generell. Achso, also in deinem Freundeskreis dann. Ja. Es lag aber eher daran, dass ich mich habe umoperieren lassen zum Zum Homer, Busenwunder. zum Homer Simpson. Achso. Der Klassiker halt. Der Klassiker halt. Ja, findet halt jeder geil, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich die Rehe abschießen kann mit dem Bogen. Ja, gerne.
Der ist ein Eichhörnchen. Warte mal. Soll sich mal beruhigen. Oh, ich hab ein Eichhörnchen gekillt und ich kann's nicht. Oh nein. Was bin ich für ein Monster? Ich habe ein Eichhörnchen gekillt, das ich nicht mehr benutzen kann. Welches? Das da vorne. Bleib mal stehen. Ach, nix. Es bewegt sich. Es läuft bis ins Meer. Es ist im Meer. Da ist es hinter dir. Do it. Geil, ist, Jonas! Ist das geil. Wie gut. Wie gut von Angezwe. Ich hab's einfach jetzt dabei. Nee, ich hab. Man hat nicht das Reh dabei, man hat komplett ganz viel Fleisch. Geil. Stück oder so. Super. Vielleicht sollte man auch mal. Was brauche ich für die Pfeile? Irgendwas hatte ich nicht. Alter, die Federn, gell? Ich hab einen Beutel. Damit können wir jetzt Beeren sammeln. Wie, du hast einen Beutel? Ach so, geil! Aus zweimal Hasenfell. Das ist cool. Guck mich mal an. Geil. Wo bist du? Du bist am Arsch der Welt, ey. Ich versuche ja auch endlich Schildkröten zu finden, Jonas. Sonst kommen wir ja nicht weiter hier. Folge mir nicht. Ich führe dein Leben in Einsamkeit. Bist du ein Einsiedlerkrebs? Das ist ja geil. Meine Tante Ulla hatte mal Einsiedlerkrebs. Entschuldigung. Oh je. Oh ja. Entschuldigung. Nee, aber Gott, Tipp für dich, wenn du mal Hasen siehst, du brauchst zwei Hasenfelle, dann kannst du den Beutel machen, dann kannst du dir Beeren sammeln. Ja. Ich hab ja nicht mal einen Bogen. Ich bin ja so einer. Ich bin ja so ein bogenloser Bastard. Sag mal, der bogenlose Bastard. Wie halt willst du nur noch weglaufen? Bis ich eine scheiß Schildkröte finde. Sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich jetzt da keine Schildkröte krieg und du alles. Ich will meinen Topf. Ich bin hier die Hausfrau, ja? Dann kannst du endlich kochen und eine leckere Suppe machen. Ja, schon. Das kann doch jetzt nicht sein. Also wenn hier steht Schildkrötenpanzer, dann wird da ein Schildkrötenpanzer. Was willst du denn noch laufen, ey? Ja, vielleicht sind es Landschildkröten. Ja, Landschildkröten. Außerdem sieht es hier alles jetzt schon sehr kalt aus. Guck mal, da hinten ist Winter. Ja. Wie krass ist das denn? Sind wir gerade in den Winter gelaufen? Sind da Heuschrecken? Nee, schau mal, da sind Container. Warte mal, ich komm zu dir. Warte mal, lass mal kurz vorher noch Dings machen, schnell ein Feuerchen. Brauche ich nicht. Ja, du kannst mir was braten, wenn du willst. Achso, geht ja nicht, oder? Du nee, geht nicht. Mir teilen, natürlich nicht. Ja, sorry. Ah, Jonas. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Wir können zwar nichts wegnehmen, wir können uns aber leider auch nichts geben. Hol dich weg, du. Du bist ein Pisser. Ich gehe schon mal vor. Aber. Ich nehme nichts, falls ich was sehe. Ich meinte eher, falls Gegner da sind, aber gut. Da sind keine Gegner. Aber warum ist hier Schnee? Und warum liegt hier Stroh? Ach, ich wusste, dass da Stroh liegt. Ich wusste es. Jonas, da hat jemand eine Maske auf. Ich hab mich wirklich erschrocken, du Assi. Also in dem Container ist zumindest nichts drin. Ja, komm, jetzt lass mal essen. Ich hab grad gegessen. Nee, nicht du. Mit dir rede ich nicht mehr. Du hast keine Schildkröte für mich. Aber ein Seestern. Den kannst du ja nicht mal sammeln, oder? Nee. Na super, Jonas. Ja, ey. Beschwer dich noch. Ja, klar. Boah, wehe, wenn das jetzt nicht gelagerte Schildkröten sind, nee. Hier ist einfach nix. Warte mal. Ist ja furchtbar, ey. Ich weiß noch, früher in der Alpha gab es auch einen Hai, zum Beispiel einen gestrandeten. Warte mal, hier? Der hat dann gesagt, Hilfe, ich bin ein gestrandeter Hai. Es stimmt so nicht, aber. Aber wäre witzig. Wird auch mal Spaß reinbringen, ne? Gab's hier ist hier was, hier ist was, komm mal her. Alter. Komm mal hier hin. Kannst du die Medizin hier nehmen? Ja. Hast du alles genommen? Nee. Jetzt? Hast du jetzt alles genommen? Ja. Ist bei mir alles noch da. Das heißt, geil. Wir können alles looten. Ich habe eine Kassette gefunden. Warte mal. Wolf on Fire, The Haunting. Okay.
Das heißt, wir können. Da sind ein Haufen Mikrochip-Sachen, gell? Ja, habe ich auch schon genommen. Alter. Okay, das war jetzt ein guter Fund. Finde ich auch. Besser als die Höhle. Ne? Wie Viel weit bist du besser. noch drin? Und wie er mich zusammengeschissen hat, der Jonas, ey. Sag mal, gibt es hier verschiedene Klimazonen? Kann es sein? Anscheinend. Wollen wir da mal in die andere Richtung rennen? Also demnächst, weil ich. Ja. Soll ich dir mal zeigen, was ich hab? Ah, nee, auch schade. Doch, warte, hier. Guck mal hier. Wo bist du? Hier? Da. Ist Guck mal, jetzt. was ich mir gebaut hab. Geil! Wie cool! Ein bisschen creepy, aber cool. Das war aber eher ein Zufall, ehrlich gesagt. War es das, Jonas? Ja, sollen wir nochmal zurücklaufen? Nee. Wie ne? Ich werde nicht umkehren, bis ich nicht meine Schildkröte habe. Und wenn ich eins weiß, dann dass Aber hier ist. Schildkröten in winterlichen Eben. Gefilden am Strand rumflacken. Willst du wirklich jetzt noch bis Nacht ist dahin gehen und dann müssen wir des Nächtens wieder zurück? Aber es ist noch nicht spät, oder? Das geht schneller, als du denkst. Deine Mutter geht schneller, als du denkst. Ja, es tut sie wirklich. Die ist Die unglaublich ist noch schnell. verdammt schnell. Für ihre 40 Jahre. Nein. Nein, ich Das weiß auch würde nicht. ihr schmeicheln, wenn du das sagen Oh würdest. ja, hört die zu? Und Gott sei Dank nicht. Schau mal, hier sind die weißen Klippen von. Egal. Das ist auf jeden Fall die Da ist Wall. die weiße Glitteris Die von. heiße Glitteris von China. Ich glaube, das wird heute mit der Schildkröte nichts mehr. Nee, kannst du knicken, ey. Wir müssen vielleicht mal in die andere Richtung laufen, wo Sommer ist. Ja, wir sollten vielleicht jetzt wirklich, guck mal, die Sonne geht jetzt wirklich schneller unter. Wir sollten jetzt wirklich langsam uns auf Ja, den okay. Rückweg machen. Dann los geht's. Warte, ich esse mir noch kurz einen Riegel. Ach, jetzt ist ein Diegel. Ja. Sag mal, wie viele Diegel hast du denn eigentlich, dass du immer noch Diegel essen kannst? Und ich immer Jetzt noch noch hier. zwei. Wie viel habt ihr nicht eigentlich? Oh. Fünf oder so. Jetzt komm einfach. Ich möchte nicht über Riegel sprechen. Ich möchte nicht an meine fast schon dekadente Sammlung an Riegeln sprechen. Ich habe es mir fast gedacht. Warte, meine Ausdauer nimmt gerade ab. Wie kannst du immer noch rennen? Bist ja ein Teufelskerl. Ich bin ein teuflischer Teufelskerl. Ach, scheiße, ey. Ist eine geile Stimmung. Ey, wie Ist so schnell du zwischen bist. Sex und Tod, ey. Na komm. Ich kann nicht so lange laufen. Ja. Es kommt davon, wenn man sich mit schweren Waffen und vielen Pfeilen eindeckt. Während ich hingegen mit meinen 50 Riegeln in der Tasche, da läuft sich gut. Das ist, als hätte ich Pudding in der Tasche, wenn ich schwitze. Ich wäre schon längst wieder zu Hause, wenn du nicht hier noch rumeiern musstest nach deinem Scheiß. Ja, du, sobald wir, wenn der erste Regen fällt und wir haben dieses Schildkröten-Ding, dann wirst du es mir danken. Hier ist übrigens Das ein Lagerfeuer, wenn du da schnell was in die Pflaume kippen willst. ja, Ich nicht, ich brauch ist ja das gar nicht. nicht schlecht. Ja, du kannst auch schon mal vorlaufen. Ich werde das schon irgendwie überleben. Was wird schon passieren? Ist ja nicht so, als wären wir Was? von Kannibalen umgeben. Wir überziehen schon wieder gnadenlos die Folge. Wirklich? Ja, aber wir müssen noch speichern. Ja, Lauf du schon eben. mal und speichern. Ich kann dich nicht allein lassen, ey. Servus. Ging doch. Ging einfacher als erwartet. Musste einfach Shift und So. vorwärts drücken. Das ist so wie Homer. Homer, du kannst nicht ohne Führerschein fahren. Warte, ich probier's. Funktioniert doch! So, jetzt weiß ich aber nicht, wo wir draufgegangen sind. Nee, da Wir sind nicht. einfach nur am Strand lang Aber gelaufen, ich ist würde dir hier gerne klar, mal ne? laufen. Ich würde hier bloß mal kurz schnell schauen. Ja, mach du mal. Die weißen Klippen von Dover. Ich will jetzt einfach nur nach Hause. Ach komm. Das, was du zu Hause nennst, gibt es nicht mehr. Klar, wir haben es gerade erst gebaut. Ach, jetzt hätte ich gedacht, ich habe einen Schildkrötenpanzer gefunden. Wo bist du überhaupt? Ich bin Ach, den da falschen oben Weg bist du. genommen. Ja, das war nicht. Schön war das nicht. Klug auch nicht. Ich komme wahrscheinlich demnächst nicht mehr runter und werde dann um Hilfe schreien, wenn das okay ist. Das ist nicht schlimm. Ich laufe jetzt trotzdem hier unten weiter. Ich schmeiß Steinchen. Warum nicht? Ich sehe dich da oben sogar. Also, It's a dein Namen. sad life, but it's a life. It's sad life, baby. It's a life. Miau. Ich komme immer noch nicht auf diese geile Funktion klar, dass ich jetzt
mit Netflix-Serien auf Englisch gucken kann. Das ist so geil. Diese geile Funktion. Diese geile Funktion. Ja, das sollte wirklich, das sollte Standard werden. Das sollte ins Verfassungsgesetz. Ins Verfassungsgesetz? Ins Verfassungsgesetz aufgesetzt werden. In das Verfassungsgesetz, wo die Verfassung gesetzt wird. Nee. Sag mal, warum bist du eigentlich so unendlich langsam? Ich habe keine Ahnung. Ich kann wirklich sein, dass ich schwer beladen bin, nicht so schnell laufen kann. Frag mich nicht. Wir müssen übrigens wirklich mal schauen, weil das ist. Wir sind wieder da. Wie? Da hinten, das ist, da hinten ist sind unsere. Wir müssen nur. Ach, du weißt schon, was ich sagen will. Ja, ja, wir sind auch gut in der Zeit, aber mich würde nur interessieren, wo denn jetzt hier die klimatisch bessere Region ist. Wie meinst du das? Naja, also irgendwo muss ja hier auch so ein bisschen Turtle Beach sein, quasi. Ja, eigentlich immer da eher, wo es wärmer ist. Ja, danke, Professor. Ja, ich weiß, aber Schnee würde ich grundsätzlich ausschließen. Da sind drei. Da sind drei? Da sind drei, die laufen auf dich zu. Auf mich? Die verteilen sich gerade neu. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, Jonas. Nicht schlecht. War das klug? Zumindest. Kommen die. Der eine rotiert gerade wie wild. Die zwei, denen ist es wurscht, kommt zu uns. Zu mir. Ich bin bei dir. Wo, was? Direkt hinter dir. Oh. Ach, da jogi halt wieder. So, dann schnell ins Lager. Heim. Das hätte jetzt auch schief gehen können, ne? Daheim in der Prärie. Ich bin tatsächlich gerade. Ich habe tatsächlich gerade so ein kleines Heimgefühl. Und wie du sagtest, wir wollen nur übergangsweise an dieser Klippe bleiben. Ich finde sie so wunderschön. Aber wir sind perfekt wieder zurückgekommen, ne? Ja. Daheim in unserer in Klippstadt. Klippstadt. Oh. Und die weiblichen Einwohnerinnen haben eine Klipptodes. So. Oh, der war zu schlecht, sorry. Sorry, ja. Für alle Zuschauer, an alle Zuschauer. So. Vor allem an die weiblichen, sorry. So, jetzt ist aber Schluss. Also, dann würde ich sagen, ich speichere mal. Zacki, ach, ich speichere mal, bevor ich ausschalte. Ist egal. So, zacki, zacki, Hühnerkacki. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Entschuldigt, dass wir schon wieder überzogen haben, wobei euch das wahrscheinlich relativ Wurst ist. Hauptsache, ihr habt die weißen Klippen gesehen. Gut. Dann macht es gut. Danke an dich, Jogel. Bis bald. Einen schönen Abend und oder guten Morgen, wann ihr mir das anschaut. Anzeige ist raus. Aus dem Hart in Hohl. Heider out.